Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich habe schon vorhin gesagt, circa ein bis zwei Tage später und die Socken sind natürlich dazu angekommen. Ich würde sagen, wir packen das ganze Teil mal aus. Das Ganze wird natürlich sehr schnell und sehr unkompliziert gehen. Also wie immer geht's los nach dem Intro. Also viel Spaß. So, wir stehen eben hierher, wie schon gesagt, ein bis zwei Tage später und die Socken kamen eben bei uns an. Davor, dass jetzt natürlich wieder das gleiche Thema geben wird, und zwar geht es hier wieder um dieses Thema Schach. Auf der Rückseite haben wir natürlich noch die ein oder anderen Schachfiguren liegen, aber sonst nicht wirklich relevant. Machen wir das gute Teil natürlich gleich mal auf. Und hier haben wir natürlich das sogenannte Schach- bzw. neues Sockendesign, natürlich angelehnt mit den sogenannten Schachkästchen. Da haben wir noch den König und Königin. Sein fehlt mir ziemlich gut. Da habe ich noch die andere Unterhose geholt, die halt eben vor zwei Tagen angekommen ist. Hier seht ihr noch einmal, ob das ganze Design auch dann wirklich zusammenpasst. Das heißt, hier haben wir nur ganz leichte, dezente Sachen drinnen in Schach. Das ist natürlich etwas mehr. Hier natürlich noch so etwas rote Akzente. Die habe ich gemerkt auf der Rückseite, glaube ich, oder auf der Vorderseite. Hier haben wir natürlich auch den einen oder anderen roten Effekt mit drinnen, das heißt, das passt schon mal gut überein. Karo musste natürlich die Figuren an sich, auf der Innenseite hatten wir sie auch rot. Das Einzige, was ich noch natürlich ergänzen wollte, ist die vorige Boxershot, also das ist jetzt quasi meine erste One Edition, trotzdem muss ich das sagen, das hat für mich mit Schach nichts zu tun. Also wir befinden sich hier bei einer stinknormalen weißen Unterhose oder normalen Boxershot. Da wäre es natürlich mal viel, viel besser, wenn man zum Beispiel eine weiße Boxershot gemacht hätte und die Nähte zum Beispiel in schwarz gehalten, dass das ein bisschen einen anderen Kontrast bekommt und natürlich dann halt widerspiegelt die sogenannten weiß und schwarzen Akzente. Ja, ich habe euch die Socken noch einmal auseinandergeschnitten, weil mir ist im Nachhinein nochmal aufgefallen, das ist gar nicht komplett das gleiche Design, jetzt sieht ihr schon weiß und schwarz, sondern es ist wirklich etwas anders gekommen, deswegen schneide ich das jetzt einfach einmal kurz in dieses Video mit ein. Und da ihr seht schon, es ist immer komplett verkehrt gemacht, das finde ich extrem cool und gefällt mir auch wirklich sehr gut, dass sie auf das wirklich Wert gelegt haben, das war eben schwarz, weiß, weiß, schwarz und so weiter und so fort. Und da muss ich sagen, gefallen mir die Socken gerade umso mehr, weil so glaubt eigentlich jeder, man hat zwei verschiedene Paar Socken an und somit schaut es gleich mal für mich persönlich definitiv besser aus. Natürlich, dann sage ich wieder, das war es jetzt mit dem ganz kurzen Video. Ich habe schon vorhin erwähnt, bei dem nächsten Video werde ich natürlich mal schauen, ob sich die nicht sozusagen etwas besser anfühlt als die mit dem richtigen Design, weil das wirkt für mich ein bisschen lockerer und einfach angenehmer. Aber das verrate ich euch natürlich in meinem nächsten Video wieder. Danke fürs Vorbeischauen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr natürlich keine neuen Videos mehr verpasst. Dann sage ich schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Ciao.